Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9. Weiterbetrieb der Jugendburg Hessenstein. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, SPD, Freie Wähler und Bündnis 90 Die Grünen. Zur Begründung des Antrags Herr Hartmann. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen heute den Antrag zur Jugendburg Hessenstein begründen. Und es freut mich außerordentlich, dass wir es hinbekommen haben, mit CDU, SPD, Freien Wählern und den Grünen diesen gemeinsamen Antrag hier heute zu stellen. Denn es zeigt mal nach der Debatte, die wir bisher hier geführt haben, dass wir mal zur Sachlichkeit und zur Aufgabe hier in den Landkreis zurückkehren wollen und uns mal darum kümmern, um die Infrastruktur, die wir haben, um für die Menschen gute Politik zu machen. Das ist die erste Bemerkung. Warum haben wir den Antrag zusammen in dieser breiten Mitte dieses Parlaments gestellt? Weil es uns wichtig ist, allen Fraktionen, dass die Jugendburg Hessenstein weitergeführt wird. Wir danken an dieser Stelle dem Kreisausschuss für die bisherige geleistete Arbeit, für die intensiven Gespräche. Und deswegen haben wir es heute auf der Tagesordnung. Wir finden es nicht gut, dass die Jugendburg Hessenstein nicht weitergeführt wird, sehen es aber als richtig an, dass der Kreisausschuss es alleine nicht mehr bewerkstelligen konnte, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Daher unser Vorstoß heute mit diesem Antrag, dass wir den Kreisausschuss beauftragen möchten, mit allen, mit dem Land Hessen, mit dem Nationalpark, Naturpark, mit den Edersee-Anrainer-Kommunen sowie Edersee-Marketing-Gespräche zu führen, ob es in irgendeiner gearteten Form möglich ist, die Jugendburg Hessenstein weiter zu betreiben. Denn es ist ganz wichtig, und das ist auch nun mal regional gebunden, die Nähe zum Nationalpark, dass wir nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, wie alle selbst, oder viele von uns waren ja selbst dort mal in der Schulzeit, eine gute Bildungsstätte haben, aber auch die Erwachsenenbildung ist an dieser Stelle wichtig. Und vielleicht schaffen wir es auch, dass die örtlichen Schulen wieder intensiver dorthin gehen, denn wir konnten es in unseren Beratungen auch sehen, dass die Zahlen, die Übernachtungszahlen doch massivst in den letzten Jahren eingebrochen sind und es dort eine bessere Versorgung geben muss. Ich denke, da sind wir uns einig und dass der Landkreis und der Kreisausschuss dort offene Gespräche mit allen Beteiligten führen soll und uns dann auch hier im Kreistag berichten soll und wir dann schauen können, was zu tun ist. Das ist, denke ich, der richtige Weg, denn eins ist wichtig, das Land Hessen ist Eigentümer der Immobilie. Der Nationalpark gehört dann auch irgendwie zum Land Hessen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Vielleicht ist das der Weg, wie wir die Jugendburg mit der Bildungsstätte aufrechterhalten können. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn es in dieser gearteten Form möglich wäre und freuen uns, Herr Landrat, auf den Bericht, den Sie danach den Gesprächen uns vorlegen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Antragsbegründung. Wir kommen zur Aussprache. Wir haben beschlossen, 3 Minuten je Fraktion. Erster Redner, Herr Flemmer. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Mitglieder des Kreistages, liebe Gäste, ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, dass ich heute zu dem Thema hier spreche. Ich wohne in Altenotheim, Burgweg 20. Die Straße heißt so, weil ich in direkter Nachbarschaft zu Hessenstein bin. Für mich ist das eine ganz tolle Einrichtung, die es zu erhalten gibt. Und meine Frage in die Runde, ja, schon mal da oben von euch. Das sieht gut aus. Wer hat von euch schon mal da oben übernachtet? Da wird es schon weniger. Wie viele Jahre sind ich das zurück? Ja, aber es ist geschehen. Und um diesen Antrag nochmal zu unterstreichen, möchte ich einfach nochmal aufzählen, was die Burg Hessenstein für Vorteile für uns hat. Touristisch ist sehr wertvoll. Einzigartige Lage mitten im Wald am Rande des Nationalparks. Prädestiniert für erlebnispädagogische Angebote aufgrund des besonderen Ambientes. Für Gäste Fledermauserlebnisabende sind fester Bestandteil. Bildungsrelevante Maßnahmen für alle Altersstufen können vermittelt werden. Die Burg wurde aufwendig saniert, es wurde Geld investiert und es wäre doch schlimm, wenn diese Sanierungsmaßnahmen einfach so umsonst gemacht wurden. Also umsonst war die nicht, aber für ich zweifle, ja. Das Ding ist unheimlich familienfreundlich und die Anrainergemeinden identifizieren sich mit der Burg. Stadt Frankenau, Gemeinde Vöhl, Frankenberg. Das brauchen wir einfach. Was haben wir für Probleme? Das Land gibt uns Brandschutzauflagen. Wir haben Probleme mit der Gestaltung der Fluchtwege, die es schwierig machen. Die Erreichbarkeit der Burg mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist schwierig. Für das AST hat sich mittlerweile die Gemeinde Vöhl eingesetzt, dass wir da eine Lösung finden.
Und wir haben eine fehlende Geschäftsführung im Tagesgeschäft zur Steuerung des operativen Prozesses. Geschäftsführung, Finanzbuchhaltung und Controlling erfolgt im Ehrenamt. Das sollten wir ändern und daher meine Möglichkeiten und Ideen. Zum einen die Übernachtungspreise zum Wettbewerb anpassen. Wettbewerb bestimmt das Geschäft. Vielleicht können wir ein Café einrichten für Wanderer und Radfahrer. Das ist so eine Lücke, die da zwischen Frankenberg und Nationalpark ist, die wir schließen können. Ein Brandschutzkonzept muss entwickelt werden mit pragmatischen Lösungen, was Sinn macht. Vielleicht können wir die Heizung umstellen auf regenerative Energien. Das ist ein Forschungsprojekt anstoßen zwischen Fissmann mit der THM, dass das in der Burg umgesetzt wird. Vielleicht, der Kultusminister ist ja dabei, dass wir einfach verpflichtende Aufenthalte machen für die dritte oder vierte Klasse der Schulen im Landkreis. In der vorherigen Diskussion, wir haben eine Diskussion geführt, ich war da im Gespräch mit einer, die sagte mir, ja, Hessenstein ist doch langweilig. Ich sage, Hessenstein ist für jede Klasse doch ein neues Erlebnis. Für wen ist das denn langweilig? Ja, für die Lehrer. Ich sage, aha, das hat mir dann einiges gezeigt. Also, es ist nicht langweilig auf Hessenstein. Vielleicht können auch die Konfirmandenfreizeiten bei uns auf Hessenstein stattfinden und nicht auf Hessenstein. Das ist nicht, aber wir haben die 3 Minuten erreicht. Ja. Für das Chorwesen setze ich mich auch ein. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß heute noch. Nächster Redner, Herr Frömmrich. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Landrat. Ja, ich finde es gut, dass wir es geschafft haben, mit den Fraktionen von CDU, SPD, FEG und Grünen hier dieses Thema Burg-Hessenstein auf die Tagesordnung zu nehmen, weil ich glaube, es ist schon ein Stück Geschichte, auch für viele, Horst Werner hat es gerade gesagt, für viele auch eine persönliche Geschichte. Und wir haben ja gesehen, wie viele von uns selber schon auf dieser Burg waren, diese Burg genutzt haben als Bildungsstätte, als Stätte auch für Erlebnisse, Naturerlebnisse. Also wer einmal auf dieser Burg war und hat diesen Fledermausabend beobachtet und gesehen, was der NABU dort auf die Stadt, auf die Beine gebracht hat, der weiß, welche gute und wichtige Arbeit, ehrenamtliche Arbeit dort oben auch geleistet worden ist. Und für mich ist es wichtig, auch dieses Thema zu besetzen, für uns als Landkreis zu besetzen, weil es, finde ich, ein hervorragendes Angebot für Kinder und Jugendliche ist. Wir reden doch in vielen Diskussionen darüber, dass Kinder und Jugendliche sich nicht mehr miteinander beschäftigen, sondern dass sie sich den ganzen Tag hiermit beschäftigen. Wir erleben doch, dass Kinder und Jugendliche keine natürlichen Erlebnisse mehr haben, nicht mehr draußen sind, nicht mehr mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten zusammen auch mal ein Wochenende auf so einer Burg wie Hessenstein verbringen. Also wir haben noch nicht zu viel Kommunikation, zu viel Begegnung, sondern wir haben eher zu wenig Begegnung und zu wenig Austausch von jungen Menschen. Deswegen finde ich, ist es aller Ehren wert, sich Gedanken darüber zu machen, wie man diesen Betrieb auf dieser Burg weiter verfolgen kann. Und das im Schulterschluss aller, die da Verantwortung tragen. Mit den Gemeinden, da gibt es Resolutionen dazu, mit dem Landkreis, auch mit denen, die bisher Partner dort sind. Und ich war bei der Handwerkerschaft, ich weiß auch, was dort auch an Finanzressource bereitgestellt worden ist, aber auch mit dem Land Hessen und mit dem Nationalpark gemeinsam. Da könnten wir richtig was auf die Beine stellen und richtig was hinbekommen für Jugendbildung, für Jugendbegegnung und für das, was wir hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg ja ganz hervorragend machen. Wir sind die Fremdenverkehrsregion Nummer 1 in Hessen. Vor uns kommt nur Frankfurt und dann kommen wir, was Übernachtungszahlen angeht. Und deswegen ist es doch wichtig, dass wir auch für junge Menschen solche Angebote zur Verfügung stellen. Denn wer als junger Mensch schon mal hier war und die Schönheit unserer Natur, des Nationalparks und des Edersees kennengelernt hat, der kommt vielleicht auch als junger Erwachsener oder als Erwachsener wieder und nimmt hier die Angebote, die wir im touristischen Bereich haben, wahr. Das nehme ich schon mal als Schlusswort, die 3 Minuten sind erreicht. Du willst mich unbedingt ärgern. Ich bin sofort fertig.
Wir, wenn wir diese Burg weiter betreiben, und da sind ja immense Investitionen schon gemacht worden, ist Behindertenrecht gemacht worden, wir haben Behindertenrechte Zimmer eingerichtet, dort sind Sanierungsmaßnahmen stattgefunden. Also lassen Sie uns die Chance ergreifen, dann bleibt die Wertschöpfung hier in der Region. Wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da oben arbeiten, sehr engagiert sind. Also die Chance nutzen, tun Sie alles, damit diese Burg erhalten bleibt. Nächste Wortmeldung, Herr Brede. Herr Kreistagsvorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Wichtigste ist gesagt. Die Burg gehört zur Region, die gehört hier zu uns, die gehört zum Tourismus. Das hast du mit Recht eben betont. Und vor allem, sie ist eine Anlaufstelle für die Kinder. Die IWF hat da große Aktionen, der NABU, es wurde eben aufgezählt. Von daher glaube ich, die Wichtigkeit ist uns allen bekannt. Aber wenn ich das so hier höre, auch Horst Werner, ich glaube, wenn wir das alles wahr machen, was heute schon hier versprochen wird, wer alles da oben übernachten will, ich glaube, da bräuchten wir heute gar nicht stehen. Wir müssen es nur machen. Auf geht's. Auch ich war schon mit meinen Kindern schon mehrfach da oben, mit Familien, mit Freunden. Und es ist eine tolle Einrichtung. Ich glaube, wenn wir wirklich die Werbung dafür nochmal richtig streuen, können wir auch die Übernachtungszahlen an der Stelle wieder anheben. Lieber Jürgen, es gab die Anfrage vom Abgeordneten Karl-Heinz Karnofer-Köchling. Ich glaube, am 8. Juli in der letzten Kreistagssitzung haben wir das besprochen. Und da war ja schon Unruhe in der Bevölkerung. Wir haben es ja schon mitbekommen, wie die Menschen im Waldeck-Frankenberg und insbesondere hier im Frankenberger Land Sorge hatten, Angst hatten, dass wirklich der Schlüssel umgedreht wird und es ist Ende. Und genau das wollen wir hier alle nicht. Und genau das war auch schon das Thema, wo Karl-Heinz, wo du die Anfrage gestellt hast, ob schon Gespräche geführt worden sind. Denn das ist das Gleiche wie vorhin, lieber Kollege Frömmrich, lieber Jürgen, wo du gesagt hast, das ist ein Thema, wo die Menschen auch, die wollen Fakten. Die Fakten müssen zusammengetragen werden, die Fakten müssen auf den Tisch, dann können sich die Menschen auch ein Bild machen. Wir haben es mitbekommen, wie die Landfrauen losmarschiert sind, haben Unterschriftenaktionen, ja, eine Unterschriftenaktion eingeführt. Wir haben von Föhl mitbekommen, dort eine Resolution. Und ich weiß nicht, wo er gerade ist, das Geburtstagskind, der Harald Bühnecke heute. Der Harald hat sich damals schon sehr oft eingesetzt als Bürgermeister. Der heutige macht es auch. Lieber Horst Werner, jetzt ist er wieder weg, jetzt hört er mir doch, er hört zu. Frank Genau liefert das Wasser. Auch Frank Genau muss mit in die Runde. Wir müssen alle mit an den Tisch. Und dann müssen wirklich die Fakten, und dann müssen wir schauen, liegt es wirklich an 2-3 Euro? Oder liegt es einfach wirklich nur daran, wir müssen miteinander reden? Denn all die, die sagen, wir wollen dorthin und wir übernachten dort, dann müssen wir sie wirklich zusammenbringen. Von daher, wir begrüßen es sehr. Die SPD-Fraktion begleitet das Ganze auch. Wir haben schon verschiedene Tagungen. Karl-Heinz, du hast immer dort oben unsere SPD-Treffen auch organisiert. Von daher auch ein Teil wird somit beigetragen. Wir hoffen, dass die Gespräche zu guten Ergebnissen führen, aber die Fakten müssen auf den Tisch und vor allem müssen die Fakten auch den Menschen kommuniziert werden. Das sind wir auch unseren Bürgerinnen und Bürgern hier im Landkreis schuldig. Und wir wünschen auch dir und dem Kreisausschuss jetzt viel Erfolg für die Gespräche, damit die Burg weiterleben kann und weiterleben muss. Dankeschön. Nächster Redner, Herr Robe. Ja, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, sehr geehrter Vorsitzender, zunächst einmal finde ich es sehr gut, dass von hier vorne jetzt schon eigentlich so etwas wie eine gigantische Werbekampagne für die Jugendburg Hessenstein gestartet wird. Also was alles aufgezählt wurde, was es dort schon gibt, was man da noch entwickeln könnte. Ich hoffe, in der Presse wird das entsprechend auch gut aufgezählt und gut gebracht werden. Dann haben wir schon mal eine richtige Richtung eingeschlagen, nämlich Werbung für die Jugendburg. Absolut richtig. Auf der anderen Seite tut es mir als Lehrer, der an einer Schule arbeitet, die übrigens sehr wohl auch die Jugendburg Hessenstein in Anspruch nimmt für Klassenfahrten, als Lehrer ein klein bisschen Wasser in den Wein gießen zu müssen, in Wein dieses Antrags gießen zu müssen. Ich würde am liebsten jede einzelne Bildungseinrichtung, die irgendwie Bildung voranbringt im Land, aufrechterhalten, am liebsten auch mit Gedeih und Verderb. Aber wir müssen hier aufpassen, denn die Jugendburg Hessenstein gehört nicht zu den absoluten Pflichtaufgaben.
Auch für Jugendherbergen gibt es so etwas wie einen Markt, wo bestimmte Merkmale und Ausprägungen sich immer ein bisschen verschieben. Die Jugendburg ist was ganz Besonderes, sie ist ab vom Schlag. Das hat für manche Nachteile, wurde schon genannt. Naja, drumherum darf gerne ein bisschen was los sein. Für manche aber auch absolute Vorteile. Das ist super, wenn man so weit raus ist und die Kinder nicht permanent irgendwo in der Stadt oder in den Supermärkten rumrennen. Finde ich gut. Ich selber würde es machen. Für mich passt es, für andere Kollegen vielleicht nicht, für andere wieder mehr. Aber dass man da in Bewegung bleiben kann, dass auch so ein Angebot sich flexibel immer so ein bisschen anpassen muss an die Bedarfe des Marktes, das sollte man nicht komplett beiseite schieben. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt. Wenn über diese, zum Beispiel über die Anrainerkommunen gesprochen wird im Antrag, ich bin nicht sicher, ob die sich da reinstürzen können und wollen. Was ist mit den Kosten? Gerade eben, Herr Breda hat es angesprochen, also wenn hier gesagt wird 2-3 Euro, dann ist das ganz schön salopp in den Raum geworfen. Ich fürchte, dass es sich hier um deutlich mehr handelt. Wir wissen, wir kennen einige der Zahlen, haben immer wieder über die Jahre hinweg einige der Zahlen auch einen Blick drauf geworfen. Das sieht nicht gut aus. Und wenn es so einfach wäre und keiner hier vorne bis jetzt von Kosten gesprochen hat, naja, dann würden wir es machen. Ja, aber das ist der Hemmschuh. Das ist das Problem. Und da muss man sich auch ehrlich machen und darüber auch sprechen dürfen. Was gut ist an dem Antrag und absolut korrekt, Gespräche mit dem Land Hessen. Wir haben ja nun den zuständigen Minister auch hier. Es ist ja erfreulich, dass es hier bei uns vor Ort jemanden gibt, der direkt in Wiesbaden zuständig sein könnte oder sich zuständig machen kann, um sich dafür einzusetzen, entsprechend einzubringen. Aber da wiederum ist dann die Frage, diese Gespräche werden doch landkreisseitig, da dürfen wir doch mal von ausgehen, schon geführt. Also die dürften aufgenommen worden sein, direkt nachdem es bekannt wurde. Somit als Aufhänger für eine Werbemaßnahme für die Jugendburg, absolut unterstützenswert der Antrag, aber insgesamt mir persönlich einfach nicht zielführend genug. Dankeschön. So, weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Doch, der XB. Herr Frese. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, der Kollege hat gerade gesagt, wir haben noch viel zu viel Zeit bis 16 Uhr. Einer von uns muss noch etwas sagen und dann will ich das aus aktuellem Anlass gerne tun. Ich hatte gestern die Freude, 1867 Unterschriften entgegenzunehmen vom Bezirkslandfrauenverein Wangenberg, der sich genauso wie alle Redner, die vor mir hier zu dem Thema geredet haben, sehr für die Weiterführung der Burg Hessenstein ausgesprochen haben. Und da ist mir eingefallen, dass ich Ihnen sagen sollte, wir, die drei Gesellschafter, haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, das Unternehmen in die Insolvenz zu schicken. Aber die nackten Zahlen und auch die Perspektive für das Jahr 2025 haben uns gar keine andere Wahl gelassen. Denn Timo Hartmann hat es bei der Antragsbegründung gesagt, die Zahlen sind deutlich in den Keller gegangen. Das Ganze hat natürlich auch strukturelle Gründe, sind halt viel weniger Schülerinnen und Schüler da gewesen. Sowas wie Konfirmandenfreizeiten sind sehr viel weniger geworden oder die Kirche mit anderen Aktivitäten. Auch der Naturschutz, die Kurse, die gemacht worden sind, wenn das vorher mal eine Woche war, dann waren es nur 2-3 Tage. Also das ist schon eine strukturelle Veränderung gewesen zum Nachteil dieser Einrichtung. Ich habe gestern bei den Landfrauen das gesagt, was ich hier heute wiederholen möchte, weil die Diskussion das hier ergeben hat. Manchmal hat eine schwerwiegende Entscheidung, wie in Insolvenz zu gehen, vielleicht auch etwas Positives, weil damit haben wir einen Weckruf erzielt. Einen Weckruf in die Gesellschaft hinein, einen Weckruf nach Waldeck-Frankenberg, sich um diese historische Einrichtung, ein Kulturdenkmal, dann auch zu kümmern. Das haben ja die Landfrauen gestern auch gesagt. Frau Ritter ist meine Zeugin, sie war bei dem Termin dabei. Die sind rübergegangen im Frankenberger Land und haben Unterschriften gesammelt und haben festgestellt, ein ganz anderes Bild, als es sie eben hier ergeben hat, dass breite Teile der einheimischen Bevölkerung gar nicht wussten, dass es die Burg gibt und wo die ist und was die macht. Und insofern ist der Antrag gut und glaube ich auch alles, was wir gemacht haben. Und wir arbeiten wirklich im Hintergrund daran, mit allen Zuständigen zu sprechen und zu reden, dafür zu sorgen, dass das Land Hessen eine Immobilie, ein Kulturdenkmal auf Dauer nicht braucht, leer stehen zu lassen, sondern dass wir etwas dafür machen, insbesondere für unsere Kinder.
Herr Frömmrich ist jetzt nicht im Saal. Doch, ist im Saal, Entschuldigung. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, wie viele Probleme wir im Bereich der Kinder und Jugendlichen haben. Drei Reihen hinter Ihnen sitzt mein Jugendamtsleiter Andreas Starke, der könnte Ihnen einen mehrtägigen Vortrag halten, wie sich auch die Problemlagen im ländlichen Raum im Waldeck-Krankenberg zuspitzen. Wenn es uns allen gemeinsam gelingt, mit der Grundstückseigentümerin in dem Land Hessen vielleicht neue Konzepte und neue Wege zu gehen, dann haben wir etwas gewonnen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, dann obliegt es mir jetzt, über zur Abstimmung zu kommen. Wer für den Antrag der CDU, SPD, Freie Wähler und Grüne zur Jugendburg Hessenstein ist, bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung der FDP-Fraktion mehrheitlich beschlossen. Damit sind wir mit unserer Tagesordnung durch, doch viel schneller als wir erwartet haben. Ich rufe noch auf Tagesordnungspunkt 10. Verschiedenes gibt es da noch irgendwie?